So, hallo meine lieben Kreativen. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Licht klar. Aber ich wollte das jetzt ein bisschen weihnachtlich machen. Finde ich doch ein wenig schöner wie diese alberne grüne Matte, die ihr das ganze Jahr ertragen müsst. Der war gut, ne? Ja, ich fange auch direkt an. Ich will gar nicht lang rumlabern. Ich habe hier ein Gläschen, das ist leer, wie man sieht. Und ja, ich habe, glaube ich, 17, 18 Leute gezählt, die mitgemacht haben. Ich lese auch nochmal alle vor. Jo, einmal die Josia Grauer. Ich hoffe, ich habe die alle richtig aufgeschrieben. Ich falte die jeweils dreimal, sodass die so klein werden. Dann die Katja Eule. So viele haben noch nie mitgemacht, was mich natürlich freut. Dann die Elas Kreativwerkstatt. Dann die Eiskalt. Der Name ist auch sehr cool. Wir haben tatsächlich schon ATCs getauscht. Könnte eng werden im Glas, oder? Alexandra Kurt. Ich glaube, ich muss echt eine große Schüssel holen. Aber mein Mülleimer wäre notfalls auch leer. Also, ne? Ich glaube, das reicht nämlich nicht. Die Elke Kappmer. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben. Ich habe das nämlich alles schnell noch vorm Arzt aufgeschrieben, bevor ich mit der Kleinen gefahren bin. Nee, das wird echt. Ich glaube, da brauche ich eine große Schüssel. Moment. So, habe ich die größte Tupperdose geholt. Weil dadurch, dass ja so viele mitmachen, ich hätte vielleicht die Zettel auch kleiner machen sollen. Dann Miss Fruchteis. Christina, die Verrückte. Dann Angie Kerkhoff. Es tut mir echt leid, wenn ich die Namen irgendwie falsch ausspreche oder so. Aber selbst bei meinem ehemaligen, also bevor ich geheiratet habe, die Fahrer. Fahrer, 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 ne? Und meiner war wirklich so simpel, mein Nachname, und der ist trotzdem falsch geschrieben worden. Es ist, ja, es, weil es halt so viele Schreibweisen gibt. Weil es halt keinen, ne? Keinen. Sandra Rosenthal. Dann Diana. Ich hoffe, das Licht ist trotzdem gut. Ich hätte echt erwartet, dass die Lichterkette ein Ticken heller ist. Aber, naja. Twinkie 80. Silke Fischer. Steffi XD, bin ich fast dann unterschlagen, habt ihr das gesehen? Die Marilly 76, ich glaube, das ist die Marion, oder? Wenn mir nicht alles täuscht. Dann das Papiereckchen, die Jessie. Die Gudrun Rees. Oh, nicht ineinander fallen. Die Manuela David. Was ist eine Tute? Ich habe mal was beim Rutsch besorgt. Hab. Ich weiß es nur. So viele Namen. Ich merke mir das doch nicht. Genauso wie Geburtsdatums.
Und DNC Drambat, die Schweinebacke, die macht nicht mit. Das ist mein Mann. Der hat nämlich das erste Ding schon abgestaubt. Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele das waren. Ich glaube 17, 18 Leute. Ja, der hat nämlich die Schweinebacke hat das erste Ding abgestaubt. Ich muss das noch einmal basteln. Weil ihm das so gut gefallen hat. Wie hat er gemeint gehabt? Ich bin dein Mann, ich habe Vorrang. Ja. Also noch einmal gestern hingesetzt und ich habe es aber Gott sei Dank geschafft. So. Check it, check it, check it. Willst du die Ehre haben, Baby? Möchtest du eins ziehen? Möchtest du ein Los ziehen? Such dir mal einen Zettel aus. Den da? Okay. Ja, ist ein Kleber. Okay, dann schauen wir mal. Trommelwirbel. Bitteschön. Baby hat entschieden. Schatzi, gleich. Und es ist... Oi, Papiereckchen. Yay! Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ne, du schreibst mir dann, dass du es dann gesehen hast. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch noch einmal und ich danke allen, die mitgemacht haben. Also es ist wirklich so viel Resonanz. Sagt man das so? Ich glaube schon. Hätte ich echt nicht erwartet und auch ich Stoffel, hab das die ganze Zeit vergessen. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen neuen Abonnenten. Ich freue mich so dermaßen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Also ich bin echt baff. Hey, ja, schön gehen lassen. Also, vielen lieben Dank noch einmal. Ich mache jetzt auch Schluss, weil sonst wird es zu langweilig. Und wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss.